Glück auf ihr Lieben. Ja, willkommen zurück. Wir erforschen mal wieder weiter die Geheimnisse der flachen Erde und ihre Verbindung zum Mond anhand der Bücher von Vibes of Cosmos, die in ja, dieser Serie Schwingungen des Kosmos von mir übersetzt werden. Ja, Thema heute, der große Kreis, Bodenepochen. Wie sah die Erde in den verschiedenen Zeitaltern aus? Ja, viel Spaß, seid gespannt. Los geht's. Der große Kreis, der große Zyklus. Die Position des magnetischen Nordens ändert sich und macht einen vollständigen Zyklus innerhalb von 26.000 Jahren. So entstehen die 12 kosmischen Zeitalter, von denen jedes 2166,7 Jahre dauert. In jeder Jahreszeit haben wir die Bewegung des magnetischen Nordens und der klimatischen Zonen. Somit haben wir für jede Jahreszeit einen anderen Teil der Erde, der aufgetaut ist, mit einer unterschiedlichen arktischen Zone. Also hier ist mit Erde die gesamte Erde gemeint, also Terra Vista plus ja, unsere bekannten Kontinente. Entsprechend haben wir eine Bewegung des Äquinoktiums. So gibt es eine Alterung, aber auch Regeneration aller Regionen, Meere und Länder. Das Zentrum des großen Kreises wird vielleicht auch noch einem größeren Kreis angehören, also einen größeren Kreis machen, in einem größeren Unbekannten und damit die gesamte Bewegung des magnetischen Nordens in einer Spiralbewegung drücken. Ja, der große Zyklus, da kommen wir dann gleich noch dazu, wenn wir die einzelnen Bilder durchgehen, ist die Erklärung für alles, was gefunden wurde, für Eiszeiten, für veränderte Küstenlinien auf alten Karten, für veränderte Meeresstände, für veränderte Kontinente, für Fluten ganz allgemein, Schlammfluten logischerweise, die Erklärung für alte Zivilisationen, die es jetzt nicht mehr gibt, die Erklärung für eine Flut in Atlantis, Pangea, wie wir es vorher in den Episoden festgestellt haben, Pangea ist eine Erklärung oder wird erklärt damit. Alte Gebäude, die im Eis konserviert sind und nach 13.000 oder länger ja, wieder auftauchen und dann zum Vorschein kommen. Klimaänderungen im Allgemeinen. Ne, ihr kennt das alle, habt das schon mal gehört. In Deutschland war mal Mittelmeerklima. Ja, ist auch durch den großen Zyklus, den großen Kreis erklärt. Ja, das Tartaria-Phänomen komplett erklärt mit diesem Vorgang. Bevor wir zu den einzelnen Epochen kommen, schauen wir uns an, wie das oder die Konfiguration des Reliefs der Erde funktioniert in Verbindung mit den Jahreszeiten und der Sonne. Und natürlich dem Mond. Die Erde ist, wie bereits gesagt, ein lebendiger Organismus mit geologisch neuen und älteren Gebieten, die sich von Zeit zu Zeit verändern. So gibt es für alle Böden in allen Regionen alle Jahreszeiten. Die Bewegung der Sonne in jedem kosmischen Zeitalter macht neun proportionale radiale Bewegungen im Verhältnis zu seinem jeweiligen Zentrum und schafft neben der Schaffung von Tag und Nacht auch jedes Mal in anderen Orten die Jahreszeiten und klimatischen Zonen. Also immer im Kopf behalten, wir reden hier von der gesamten Erde und Sonne und Mond drehen sich um unseren magnetischen Norden, der aber auch noch eine Kreisbewegung macht und die Zeiten oder beziehungsweise die Orte der großen Erde, die eben nicht in diesem Bereich sind, haben unterschiedliche Jahreszeiten. In jeder Jahreszeit bedecken die klimatischen Zonen aufgrund der unterschiedlichen Position des magnetischen Nordens unterschiedliche Gebiete. In den Bereichen in der Nähe des neuen Standorts des magnetischen Nordens haben wir Überschwemmung während seines Transfers dorthin. Gebiete, die zuvor eingefroren waren, erzeugen Frühlinge und Flüsse, wenn das Eis schmilzt und überschwemmen die umliegenden Gebiete. In jeder Jahreszeit ändern sich das Relief und der Meeresspiegel. In jeder Jahreszeit gibt es Gebiete mit gemäßigtem, halbtropischen, tropischen oder halbarktischen und arktischem Klima. Das Klima ändert sich periodisch und in Phasen, wenn wir den Übergang von einer Jahreszeit zur nächsten haben. Einige Meere haben eine Höhendifferenz zwischen ihnen aufgrund des sich ändernden elektromagnetischen Feldes von Flussdeichen, Topographie und Unterwasserströmungen. Zum Beispiel ist das Mittelmeer niedriger als das Indische. Der Meeresspiegel steigt oder fällt je nach Jahreszeit, abhängig von der Menge des gesamten Meerwassers als flüssiges Element. Ja, die Menge des gesamten Wassers als flüssiges Element im Vergleich zu der Menge an Eis hängt ab von
den Wassern der Oberflächenflüsse. Diese hängen von der Veränderung ab, die der Ort im Laufe der Zeit durchgemacht hat. Wenn eine Region in die Frühjahrssaison kommt, verursacht das Schmelzen des Eises massiv, dass die Flüsse viel Wasser haben, während diese Wasser in einer Region in die Sommerzeit abnehmen. In einem Wintergebiet wird die Landschaft zu einer Eiszeit. Es hängt auch ab von den Wassern der unterirdischen Flüsse, die ins Meer fließen und ebenfalls von den oben genannten Faktoren beeinflusst werden. Es hängt auch ab von der Position des breiteren Gebietes, in dem sich der magnetische Nord jedes Mal befindet. Es hängt auch ab von der Position der umgebenden Eismauer, die das Meeresgebiet begrenzt. Und es hängt ab von der Änderung der oben genannten Position im Verhältnis des Landes und des Meeres in einem Gebiet sowie der Unterschied der gegenwärtigen Ära im Vergleich zu vorhergehenden. Ja, gehen wir mal Stück für Stück auf die unterschiedlichen Gebiete ein. Hier im Bild werden wir sie auch immer verdeutlichen, was dann genau im Eis liegt und was eben von Sonne und Mond erwärmt wird und dadurch der große Zyklus. Fangen wir an mit dem Wassermann. So wird die Erde in der nächsten Zukunft bis etwa 2100 Jahre ab heute sein. Auch so sah die Erde vor etwa 24.000 bis 26.000 Jahren aus. Als der magnetische Nordpol zum Bermuda-Dreieck wanderte, verschoben sich auch die Klimazonen, was viele Überschwemmungen auf den benachbarten Kontinenten verursachte. Europa und das Mittelmeer erlebten ein halbtropisches und warmes Klima. Nordostamerika, Südafrika und Südaustralien wurden kälter. Ja, die Zeit des Steinbocks. So wird die Erde in etwa 2150 bis 4200 Jahren ab heute aussehen. Auch so sah die Erde vor 20.300 bis 24.500 Jahren aus. Ist immer ein Zyklus, wiederholt sich immer wieder. Extreme Kälte in Indien, Australien und Südafrika. Der Meeresspiegel sank während dieser Epoche um etwa 100 bis 150 Meter im Vergleich zu heute. Ein Teil von Terra Vista begann ein gemäßigtes Klima zu haben. Atlantis verblieb in einer gemäßigten bis halbtropischen Klimazone. Südlemuria fror zu Beginn seiner Eiszeit ein. Zyklus Schütze. So wird die Erde in 4200 bis 6150 Jahren ab heute aussehen und vor 20.100 und 22.300 Jahren sah sie auch so aus. Asien, Osteuropa und Ostafrika waren gefroren mit extrem niedrigen Temperaturen. In diesem Zeitalter hatten wir einen maximal niedrigsten Pegel für das Meer, etwa 200 Meter niedriger als heute. Das muss man sich vorstellen, 200 Meter, das ist echt eine Menge. Alle Inseln waren größer. England und Frankreich, Amerika und Asien, Indien und Sri Lanka waren durch Land verbunden. Meerwasser aus dem Atlantischen Ozean war gefroren und die Masse des restlichen Gesamtwassers nahm ab. Daher war der Meeresspiegel etwa 20.100 Jahre zuvor aufgrund der Position des Magnetnordens, also vollständig im tieferen Meer des Atlantischen Ozeans, auf dem niedrigsten Stand. Skorpion. So wird die Erde in etwa 6200 bis 8500 Jahren ab heute aussehen und sah vor 17.900 bis 20.100 Jahren auch so aus. In dieser Epoche gab es einen langsamen Anstieg des Meeresspiegels. Es ist die mittlere Periode der Eiszeit. Ganz Europa und Amerika waren von Schnee und Eis bedeckt, während neue Gebiete von Terra Vista jetzt bewohnbar waren. Das Klima von Atlantis war größtenteils gemäßigt und tropisch. Ja, das Zeitalter von Waage. Hier ist die Erde 8500 bis 10.000 Jahre in der Zukunft zu sehen, beziehungsweise vor 15.500 und 17.700 Jahren. Viel schmelzendes Meereis, sehr hoher Meeresspiegel, fast die ganze Welt befand sich in der Eiszeit, also die uns bekannte Welt in der Eiszeit. Am Ende gab es eine große Flut, die Atlantis, aber auch Teile von Pangea betraf. Zeitalter der Jungfrau. So wird die Erde in 10.700 bis 13.000 Jahren ab heute aussehen. Auch so sah die Erde vor etwa 13.200 bis 15.500 Jahren aus. Am Anfang dieser Periode gab es den Höhepunkt der Flut.
gab es den Höhepunkt der Flut, Entschuldigung. Dies war die Pangea- und Pro-Atlantis-Periode. Es war die Eiszeit für die bekannten Kontinente, die von Eis und Schnee bedeckt waren. Am Ende dieser Periode begannen Erdbeben an Orten in der Nähe des magnetischen Nordens wie Atlantis. Das Zeitalter Löwe. So wird die Erde in 13.000 bis 15.200 Jahren aussehen ab heute. Auch vor etwa 11.000 bis 13.200 Jahren sah die Erde so aus. Es gab mehr Erdbeben und Überschwemmungen in der Nähe von Atlantis, von der Seite des Kronos-Ozean, und es kam zu einem Teil des Untergangs davon. Das Haupt-Atlantis bestand in dieser Ära aus drei Inseln. Ab vor etwa 12.000 Jahren begann der Meeresspiegel zu steigen. Westafrika begann ein warmes und feuchtes Klima zu haben. Ganz Terra Vista war bewohnbar mit allen Arten von Klimazonen auf einem riesigen Kontinent, auch Pangea genannt. Das Zeitalter Krebs. So wird die Erde in etwa 15.200 bis 17.400 Jahren ab heute aussehen. Auch vor etwa 8.800 bis 11.000 Jahren sah die Erde so aus. Wieder warmes und feuchtes Klima in Afrika. Das Mittelmeer war zuvor gefroren mit einer sehr niedrigen Ebene gefrorener Wasseroberfläche. Und in dieser Periode schmolz es und wurde wieder zu einem Meer. Atlantis war nach der Periode der Erdbeben wieder bewohnbar. Eis und sehr kaltes Klima in Saudi-Arabien und Asien. Vor 9000 Jahren begann das Mittelmeer ein gemäßigtes Klima zu haben und Anbauflächen entstanden in Nordafrika, dann in Griechenland und Kleinasien. Das Mittelmeer ist zu dieser Zeit ein geschlossenes System und kommuniziert nicht mit dem Atlantik. Es gab immer noch Eis in Skandinavien. Die Migration der Biosysteme fand von Süden nach Norden in der Mittelmeerregion statt. Zeitalter Zwillinge. So wird die Erde in 17.400 bis 19.600 Jahren ab heute aussehen und sah so aus vor 6.600 bis 8.800 Jahren in der Vergangenheit. Indien hatte Überschwemmungen und das Eis begann dort zu schmelzen. Das mediterrane Klima wurde warm und feucht. Amerika war immer noch vereist, Hyperborea wurde bewohnbar. Heißes und feuchtes Klima in Zentralatlantis und im Süden Europas, Australien, Lemuria im Eis mit dem Pazifik gefroren. Vor 8000 Jahren gab es Erdbeben in der Region Südwestasien. Vor 7800 Jahren ereignete sich in Südosteuropa auf Samothrake ein Katastrophenvorfall, bei dem es zu einer Insel wurde, mit Süßwasser, das aus dem Schwarzen Meer stammte. Der Wasserstand stieg an, weil das Eis im Schwarzen Meer schmolz und die Flüsse, die ins Schwarze Meer flossen, viel Wasser mit sich führten. Das Schwarze Meer hatte bis dahin Süßwasser. Früher war das Schwarze Meer nicht mit der Ägäis verbunden. Mit all diesen Flutwassern stieg der Pegel des Mittelmeers vor 7500 Jahren und es verband sich mit dem Atlantik. Zusätzliche salzige Gewässer gelangten aus dem Atlantik ins Mittelmeer und mischten sich mit dem Süßwasser der Schwarzmeerregion, wo sie diese ersetzten. Zeitalter des Stiers. Das ist die Erde in den nächsten 19.600 bis 21.800 Jahren. Auch die Erde vor 4.400 bis 6.600 Jahren. Der magnetische Nordpol befand sich in Afrika in der Sahara-Wüste. Eis und Schnee schmolzen in Nordamerika nach tausenden von Jahren. Südamerika war immer noch eingefroren. Das Mittelmeer wurde aufgrund seines Klimas zum Zentrum der Welt. Heißes und feuchtes Klima in Atlantis. Südostaustralien war immer noch vereist. Ja, also an diesen Zyklen kann man auch die verschiedenen Zentren, die in der Vergangenheit entstanden sind, wie das Mittelmeer oder andere Hochzivilisationen, sehr, sehr gut erklären, denn da war einfach das beste Klima, um gewisse Dinge anzubauen, ne? Sei es Atlantis, ja, auch die Entdeckung des amerikanischen Kontinents macht Sinn, zwar nicht 1492, sondern allgemein, das waren ja anscheinend schon die Kelten, weil das Ding ist einfach aus dem Eis erwacht. Vor 7000 Jahren begann die Etablierung der mythischen Geschichte im ägäischen Raum.
Das Zeitalter des Herkules führte zu Handelsaktivitäten im gesamten Mittelmeerraum. Bergbau in Iberien. Bergbau und Nutzung von Wasser für Ingenieurprojekte im Mittelmeerraum, der ein gemäßigtes Klima mit vielen Flüssen und Wasserstraßen hatte. Also perfekte Bedingungen. Es gab kein Ägypten zuvor, aber es entstand durch die Ablagerungen des Nils, der einen sehr hohen Wasserstand hatte, weil er vor einiger Zeit einen großen Teil von Afrika an seiner Seite zum Schmelzen brachte. Das Eis im Himalaya schmolz und Indien begann ein warmes und feuchtes Klima zu haben. Die minoische Zivilisation mit dem Stier als Hauptelement entstand vor 6000 Jahren. In Nordamerika entstanden vor 6000 Jahren die ersten Kolonien mediterraner Völker im Golf von Mexiko. Dort herrschte ein semi-arktisches Klima, da es sehr südlich war. Es kam zur Vergöttlichung der Flüsse als Götter, die sie zu dieser Zeit oder die zu dieser Zeit viel Wasser führten. Vor 5900 Jahren gab es große Überschwemmungen in Sri Lanka. Zeitalter Veda. Das ist die Erde vor 21.800 bis 24.000 Jahren in der Zukunft. Auch die Erde vor 2200 bis 4400 Jahren vor unserer Zeit. Der magnetische Nordpol befand sich im südöstlichen Teil Europas und das Mittelmeer, das mit gefrorenem Wasser auf niedrigem Niveau bedeckt war. Die Hälfte von Südamerika war immer noch sehr kalt und von Schnee bedeckt. Es gab eine Menge unterirdischer Wasserspeicher in den Bergen von Südargentinien, Patagonien und Griechenland die ganze Zeit über. Vor 4500 Jahren begann der Golfstrom von Mexiko erneut. Vor 4000 Jahren gab es eine große Flut im Mittelmeer, Zerstörung der minoischen Zivilisation und Beginn der mykenischen Zivilisation. Seismische Aktivität im östlichen Mittelmeerraum verursacht Tsunamis, deren Wasser bis in die Tiefen von Kleinasien und den Berg Ararat reicht. Die Vulkane Santorin, Ätna und Vesuv brechen aus und die Temperatur im östlichen Mittelmeerraum sinkt. Australien befindet sich nicht mehr in einer Eiszeit, aber Neuseeland ist von Eis und Schnee bedeckt. Vor 2000 Jahren entstanden die ersten indigenen Kulturen in Südamerika, das wieder bewohnbar wurde. Heißes und feuchtes Klima in Indien, Südafrika, Alaska und Grönland. Zeitalter Fische. So sieht die Erde seit etwa 2000 Jahren aus. Dies entspricht auch dem Zustand der Erde vor etwa 26.000 bis 28.000 Jahren. Dies war das Zeitalter von Lemurien. Lemurien und Atlantis hatten und haben ein gemäßigtes und tropisches Klima, während Hyperborea mit einem arktischen Klima im Zentrum stand. Terra Vista war von Eis und Schnee bedeckt. Ja, klasse. Herausragend. Für mich eine vollumfängliche Erklärung für jegliche Vorgänge, die gefunden worden sind. Logischer als das, was die Schulwissenschaft bezeichnet, und auch logischer als das, was, ich nenne es mal, der alternative Mainstream sagt über Tartaria und Hochzivilisation und dass das alles weltumfassend ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eben nicht weltumfassend war, denn durch diese Vorgänge, die wir heute in dem Video besprochen haben, ist es einfach gar nicht möglich, dass da eine weltumspannende Zivilisation, gegeben hat in dem Sinne wie bei Tartaria beschrieben, mal abgesehen davon, dass auch die unterschiedlichen Gebäude dem entgegensprechen. Aber das soll es zu diesem Video gewesen sein. Ich lasse euch mit den restlichen Bildern noch ein wenig allein. Schaut mal in die Videobeschreibung und lasst einen Kommentar da, einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich wünsche euch ja alles Gute, schönen Abend, schönen Tag. Bis bald.